Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Elder Scrolls 5 Skyrim. Ja, für einen kurzen Augenblick sah es so aus, als ob wir im Feuer stehen. Das ist hier doch nur dieses Lagerfeuer. Wir sind immer noch auf der Suche nach Jorgen Windufers Horn. Aber im Moment sind wir hier noch in der Themmerspalte. So, wir schauen mal kurz hier rein, denn ja genau, ich kann mich daran erinnern, wir müssen hier eigentlich rausgehen und letzten Endes mal so ein bisschen unser Inventar wieder leeren. Das wäre zumindest mal nicht verkehrt. So, nichtsdestotrotz, wir sind jetzt erstmal hier. Haben wir hier noch irgendwas, was wir mitnehmen müssen unbedingt? Ich glaube eher nicht, ne? Wenn ich mich recht dran erinnere. Ja. Immer aufstehen, dann kommen wir auch schneller vorwärts. Dann funktioniert das Ganze besser. Ja, ist natürlich klar, dass wir da wieder dran schlagen. Ich hoffe mal nicht, dass wir jetzt hier irgendwas großartig übersehen haben. Was haben wir hier? Durchsuchungstruhe. Eisenstreitkolben. Ja gut, okay, das ist mal klar. Jetzt haben wir hier Eisenstiefel, eine schäbige Haube, ja. Ja, Feuerholz, das ist nichts, das ist ein beschädigtes Buch. Das sind alles nur beschädigte Bücher. Die können wir alle da lassen. Moment, halt. Gewicht 1, lesen, Mischtaktiken, die nehmen wir mit, auf jeden Fall. So, ich denke mal, das kann man in Ruhe vorlesen. Vermischte Einheitentaktiken im 5-jährigen Krieg, Band 1. Unsere Legionen könnten viel von den unkonventionellen Taktiken der Khajiit im 5-jährigen Krieg gegen Wallenwald lernen. Ich war in der Legionsfestung Sphinxfalter an der Grenze nahe der Stadt Dünen stationiert und wurde Zeuge vieler Auseinandersetzungen im Norden. Der Krieg begann mit dem sogenannten Gemetzel von Torval. Die Khajiit behaupten, dass die Basma ohne Provokation in die Stadt einfielen und Tausende von Einwohnern töteten, bevor sie von Verstärkungstruppen eines nahen Dschungelstammes wieder vertrieben wurden. Die Bosma behaupten, dass der Angriff einer Vergeltung für die Taten von Khajiit-Banditen war, die mit Holz beladene Karawanen auf dem Weg nach Wallenwald attackiert hatten. Im Frühling, dritte Ära 396, kam der Krieg näher an die Festung Sphinxfalter heran. Ich war als Wache eingeteilt und sah Teile der Auseinandersetzung. Später sprach ich sowohl mit Khajiit als auch mit Bosman, die in der Schlacht gekämpft hatten. Diese Schlacht kann als ausgezeichnetes Beispiel dafür dienen, wie die Khajiit eine Mixtur aus Boden- und Baumeinheiten nutzten, um den Krieg zu gewinnen. Die Khajiit begannen den Kampf auf ungewöhnliche Art. Sie schickten Gruppen von Holzfällern, der Kathegrad und Senscherat, auch Kampfkatzen genannt, in die Außenbezirke der Wälder von Wallenwald. Als die Basma erfuhren, dass Bäume gefällt wurden, angeblich ein Verbrechen in der seltsamen bosmerischen Religion, wurde eine Einheit Bogenschützen von größeren Konflikten im Süden abgezogen und in den Norden geschickt. Somit wurden die Bosman dazu gezwungen, ihre Streitkräfte in kleinere Gruppen aufzuteilen. Die bosmerischen Bogenschützen bezogen in den verbleibenden Bäumen Positionen, deren Zweige nach der Rodung 5 oder mehr Meter auseinander lagen und deshalb Licht auf den Waldboden durchließen. Die Bosman verbogen mit Hilfe von Magie die verbleibenden Bäume zu Festungsanlagen, aus denen sie ihre Pfeile abschießen konnten. Als die Holzfäller am nächsten Morgen erschienen, fiel ein halbes Dutzend Khajiit dem ersten Pfeilhagel der Bosma zum Opfer. Danach nahmen die Khajiit große Holzschilder von den Rücken der Senscherat und hatten so einen Schutz vor den Pfeilen. Die Khajiit, sogar die gewaltigen Senscherat, konnten sich zwischen diesen Schutzschildern und den größeren Bäumen verstecken. Als offensichtlich wurde, dass die Khajiit ihren Schutz nicht verlassen würden, entschlossen sich einige Bosma von den Bäumen herabzusteigen und die Khajiit in direkte Kämpfe Schwert gegen Kralle zu zwingen. Als die Bosman die Deckung der Khajiit fast erreicht hatten, begann einer der Khajiit auf einem einheimischen Instrument aus Metallstangen zu spielen. Dies war eine Art Signal, auf das hin eine kleine Gruppe der menschenähnlichen Omes Khat aus verdeckten Löchern im Waldboden auftauchten. Trotz ihrer zahlenmäßigen Unterlegenheit gelang ihnen ein Überraschungsangriff von hinten, mit dem sie den Boden schnell für sich gewinnen konnten. Die bosmerischen Bogenschützen in den Bäumen hätten das Gefecht immer noch gewinnen können, hätten sie nicht eigene Probleme gehabt. Eine Gruppe von Daki und Dakikat, zwei der weniger weit verbreiteten Khajiit-Arten, die in den Bäumen des Tinmar-Waldes leben, sprang unter einem magischen Schutz der Stille von Baum zu Baum. Sie bezogen Stellung in den höheren Zweigen, die das Gewicht der Bosman nicht hätten tragen können. Als das Signal kam, nutzten sie ihre Krallen und entweder Fackeln oder Feuerzauber. Die Berichte der beiden Überlebenden, mit denen ich sprach, unterscheiden sich hier, um die Bogenschützen während des Bodenkampfes zu irritieren. Einige wenige Bogenschützen konnten fliehen, doch die meisten wurden getötet. Offensichtlich haben die Daki und die Dakikat mehr magische Fähigkeiten, sich geräuschlos zu verstecken, als gemeinhin bekannt ist. Seltsamerweise erzählte mir einer der überlebenden Bosma, dass er einige kleinere gewöhnliche Katzen unter den Daki sah, von denen er behauptete, dass sie als Alfig bekannt und die wahren Zauberkundigen seien.
Allerdings sind die Bosma fast so unzuverlässige Quellen wie die Gachi'id. Und ich kann nicht glauben, dass gewöhnliche Hauskatzen Zauber anwenden können. Bei Darkes Ende hatten die Gachi'id vielleicht ein Dutzend Kämpfer aus einer nur etwa 4 Dutzend Mann starken Streitmacht verloren. Die Bosma dagegen beinahe eine ganze Kompanie von Bogenschützen. Die Überlebenden des Angriffs konnten nicht rechtzeitig zur Berichterstattung zurückkehren und so traf eine zweite Gruppe von Bogenschützen ein und wiederholte die schon einmal fehlgeschlagene Strategie mit ähnlichen fatalen Ergebnissen. Schließlich wurde eine weitaus größere Streitmacht geschickt, sodass die Bosma die Schlacht mit Hilfe der Tiere von Wallenwald doch noch gewinnen konnten. Dieses dritte Gefecht und die Antwort der Gachi'id darauf werde ich im nächsten Band dieser Reihe besprechen. Okay, alles klar, Leute. Also ein wenig Taktik, ein wenig, Taktik kann man sagen, taktieren. So kann man natürlich gewinnen, wenn man den Gegner entsprechend so klein hält, dass da nichts weiter kommen kann. So, nichtsdestotrotz, wir müssen mal hier wieder rausgehen. Und zwar, Moment, ich muss gerade überlegen, aus der Richtung sind wir gekommen. Wenn wir hier jetzt das Tor aufkriegen könnten, dann könnten wir hier einfach so rumspazieren. Die Frage ist, wie bekommen wir das Tor auf? Gibt es da eine Möglichkeit? Vielleicht irgendwo einen Hebel oder irgendwas? Ja, wir schauen nochmal ganz kurz hier rein bei den Objekten. 330, das klappt gerade so, ne? Es wäre natürlich schön, wenn es hier jetzt irgendwo einen Hebel geben würde, den man ziehen kann. Schauen mal nach oben. Ja, da ist nichts. Vielleicht hier oben irgendwo ein versteckter Hebel. Oder auch nicht. Gibt es hier keinen Hebel, um die Tür zu öffnen? Das wäre jetzt natürlich ein bisschen blöd. Denn da müssen wir ja wirklich den ganzen Weg zurücklaufen. Schäbige Haube, Tasse. Hier ist immer noch ein Eisenhelm. Aber hier ist kein Hebel, Leute. Ja, da passiert natürlich auch nichts, wenn wir das machen. Und es würde mich auch wundern, wenn wir jetzt hier versteckt irgendwo was finden würden. Ja, Lydia, hast du irgendwas? Ja, Beistelltisch, da war, glaube ich, gar nichts drin, ne? Ja, nur das braucht man natürlich alles nicht. Ja, da können wir wieder rausgehen. Hier ist gar nichts drin. Hier können wir vielleicht mal noch was kochen. Eventuell. Ja, benutz mal. Wir wollen Essen kochen. So, eine Gemüsesuppe. Können wir natürlich machen. Ja. Ja. Einmal bitte eine Gemüsesuppe, das ist gesund. Gemüse ist immer gesund, Leute, ne? So, Gemüsesuppe haben wir. Okay, mehr kann man leider nicht herstellen. So, Dab verlassen. Gucken wir mal, was es gebracht hat. Ja, gar nichts. Natürlich im... Okay, wie kann es denn auch? Blöde Frage. Wenn man natürlich im direkten Vergleich die Zutaten, ja, die wären ja nicht weniger. Wobei, was er hier eigentlich verkochen müsste. So, nichtsdestotrotz, wir haben hier keinen Hebel. Leute, wir haben keinen Hebel. Das heißt, wir müssen zurückgehen. Hier ist schätzungsweise auch nirgendwo ein Hebel. Und das finde ich schade, aber hier muss es doch irgendwie rausgehen. Hier muss es doch irgendwo was geben. Moment, was ist das da oben? Schaut mal, da oben ist doch noch irgendwas. Natürlich. Ja, blind sein ist nicht immer schön. Da ist tatsächlich ein Hebel. Aktivieren, Kette. Und tatsächlich ist die Tür offen. Bob, einmal hier raus. So, zack, mal eben gespeichert. Einfach mal so, weil wir es können. Nee, ist natürlich besser, ne? So, ein gesetzloser Dietrich. Nehmen wir mit. Das Gold nehmen wir auch mit. Goldene Halskette, die nehmen wir mit. Okay, alles klar. Dann müssen wir wieder irgendwas loswerden. Das ist mir klar. So, Objekte. Einmal kurz hier reingeschaut. Was können wir da loswerden? Was nicht ganz so viel wert ist. Vielleicht mal bei der Begleitung reingeschaut. Gewicht 15. Fallmaschild, da haben wir 2. Ist klar. Dann können wir einen rausschmeißen. Einmal fallen lassen. Dann haben wir wieder ein bisschen mehr Platz. So, Banditengesetzloser. Okay, das Zeug lassen wir mal da. Haben wir hier sonst noch irgendwas? Weiß, den Fallmer hier hat man ja schon getötet gehabt. Aus der Ferne quasi. Und dann, ja, dann können wir eigentlich hier rausgehen. Machen wir das doch. Achso, hier ist tatsächlich nichts mehr. Oder gibt es hier noch irgendwas Verstecktes? Wo ich wieder zu blind bin, um es zu sehen. Ich weiß es nicht.
Deswegen immer schön umschauen. Ihr habt ja gerade gemerkt, ne? Ich krieg nicht immer alles direkt mit. Hier scheint aber trotzdem nichts weiter zu sein. Ja, dann können wir wirklich tatsächlich mal da hochrennen. Und ja, wieder hier in Richtung Ausgang laufen. So, Ausgang, wo bist du? Wir haben uns natürlich schon, ne, im letzten Part meine ich, ganz schön weit durchgeschlängelt. Ja, Ziel Himmelsrand, genau. Da wollen wir hin, Leute. Was heißt, da wollen wir hin? Da müssen wir hin. Entsprechend. Ja, zack, einmal hier raus. So, und ich hoffe jetzt, dass ich hier keine großartigen Probleme bekomme. Denn irgendwie gehen meine FPS gerade in die Knie. Scheint wohl doch noch nicht alles optimal zu sein, aber das macht nichts. So, nichtsdestotrotz, wir wollen... Moment, merken wir uns erst einmal. Wir sind bei der Dämmerlichtspalte. Da geht es dann letzten Endes weiter. Also hier bei der Dämmerlichtspalte, denn dort fahren wir ja noch gar nicht. Bei der Halle der Wachsamkeit. Wir wollen allerdings erst einmal... Wupp, sind wir ganz schön weit gelaufen schon, ne? Wir wollen erstmal hier nach Weißlauf. Ja, einmal schnell reisen. Und dort entsprechend die Sachen verkaufen. Ja, und ich habe den Hinweis noch im Kopf, ne? Man kann tatsächlich Lucy neu einkleiden. Ihr seht etwas krank aus. Was? Wer bist du denn? Ihr wollt euch wohl mit einer alten Frau unterhalten, eure gute Tat des Tages tun. Natürlich, natürlich. Selbstverständlich wollen wir das. So, nichtsdestotrotz. So, Priesenheim bringt uns mal gerade nach gar nichts. Mann, das Saufkumpan. Ja, ja. Ja, ja, besorg mal ein wenig Met, alles klar. Billett aus Gemischtwarenladen, einmal rein da. Lasst es mich wissen, wenn euch etwas gefällt. Na klar. So, Lydia, komm mal her. Ich gebe euch Deckung. Ja, das ist schön, brauchst du hier drin aber nicht. Ich habe geschworen, eure Last zu tragen. Ich nehme sie dir trotzdem erstmal von Schultern. Ich mag die nämlich verkaufen, Lydia. Nimm's mir nicht übel, ne? So, Schaden 17, Jagdbogen, Moment, kaiserliche Bogen, Schaden 12, den nehmen wir eh mal weg. So, alter Nordbogen. Schaden 11 nehmen wir ihr auch weg. Ja, ich weiß, ich trage zu viel. Jagdbogen nehmen wir weg. Die Kriegsaxt. Nehmen wir weg. Das nehmen wir weg. Das nehmen wir weg. Gott, da haben wir hier ganz schön viel gegeben, ne, Leute? So, das nehmen wir weg. Das nehmen wir weg. So, Stab der Raserei. Ich glaube... Na komm, wir nehmen einfach mal Bekleidung. So, dann nehmen wir einen weg. Das nehmen wir mit. Das können wir eigentlich alles erst einmal, aber ich glaube nicht, dass wir... Ich werde es wahrscheinlich gleich bereuen. Weil ich ohnehin nicht alles hier an Billetor verkaufen kann. Alles steht zum Verkauf. Alles. Wenn ich eine Schwester hätte, würde ich sie euch im Handumdrehen verkaufen. Ja. Schmuckstücke, Krimskrams, solche Sachen. Ja, dann sag mal her, Kumpel. So, Billetor, ich will dir nichts abkaufen. Ich will dir etwas verkaufen. Ja, wusste ich doch. Und vielleicht können wir ihm tatsächlich etwas abkaufen. Haben wir dieses Buch schon? Leichter Schutz. Wir nehmen es mal mit. So. Zaubertränke. Kaufen wir mal alles von ihm ab, würde ich sagen. So, Magika kann man auch kaufen. Krankheitsheilung. Ja, Gift weiß ich nicht. So. Kleidung vielleicht noch irgendwas? Wie viel haben wir denn momentan? Gold 5141, ist nicht verkehrt. So, bebinderte Eisenrüstung. Rüstung 45, Diadem der geringen Alchemie. Wirksamkeit der gebrauten Tränke wird um 12% gesteigert. Ja, Eisenbahnsandschuhe. Steigert die Feuerresistenz um 15% bessere Preise. Das ist natürlich auch nicht verkehrt. So, nichtsdestotrotz. Wir fangen mal an hier zu verkaufen. Und zwar als allererstes mal diesen Stab. Stab der Raserei. So. Ja, ich weiß, ich trage zu viel und kann nicht rennen. So, den können wir verkaufen. Stab der Funken. Orkische Pfeile, die behalten wir natürlich. Ich hoffe, hier wird direkt angezeigt. Ja, okay, hier wird angezeigt, was ich nutze. Den alten Nordbogen, den gehen wir raus. Eisendolch. Redekunst verbessert auf 27. Sehr, sehr schön. So, Eisenstreitkolben können wir alle beide verkaufen. Pharmabogen behalten wir natürlich.
So, fahren wir Pfeile behalten mal. Gesegnete Eisenkriegsaxt geht raus. Das geht raus, das geht raus. Und der auch. So. Bekleidung. Was kann man ihnen verkaufen? Das hier. Das, 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 das. Die Fellrüstung natürlich auch. Die goldene Halskette verkaufen wir. Lederarmchen verkaufen wir. Lederhelm verkaufen wir. Das verkaufen wir. Das verkaufen wir. Transaktionen, ja, verkaufen wir. Ah, okay, alles klar. Da wird sie endlich mal angezeigt. So, das heißt, wir können uns eigentlich gleich mal umschauen, was uns eventuell was bringen könnte. So, Schriftroll. Rolle der Geisel der Untoten. Sonstiges. Ja, das brauchen wir eigentlich noch nicht verkaufen. Ne, der Rest denke ich mal, behalten wir lieber. Erst einmal. So, wir gehen mal hier wieder raus. Bitte kommt wieder. Natürlich, natürlich. Ach Leute, seht das, seht ihr mal. Ich würde bin... sogar einen eurer Verwandten abkaufen, wenn ja, ich ja. einen Blick darauf. Na klar, Leute. Warum gehe ich hier eigentlich raus? Denn wir können ja... Fällt mir nämlich gerade mal so ein. Hier reinschauen. Guck mal, Schaden 10. Gewetzeltes altes Nordschwert. Und ich möchte erstmal hier bei der Kleidung schauen. Was haben wir denn da? So, Falmerschild bringt 35 Rüstung. Eisenhände bringt 20. Das heißt, wir können immer Stück für Stück vergleichen jetzt. Wäre natürlich gut, wenn man sehen könnte, was denn direkt im Vergleich zu dem, was wir anhaben quasi, was es bringen würde. So, Zwergenrüstung, die bringt 55. So, und dann schauen wir als erstes mal bei der Rüstung. Bände der Eisenrüstung bringt gerade mal 45, ne? Aber gebe ich 35 auch. Jetzt hat er natürlich alles drin, was... Weißlaufer Wachenhelm? Würde das wirklich was bringen? Rüstung 12. Wir schauen mal hier rein. Stahlhornhelm, Rüstung... Ne, kommt Leute, das bringt doch gar nichts. So, deswegen... Ich tue alles, um euch die besten Geschäfte zu bieten. Das weiß ich doch, das weiß ich doch. Deswegen gehen wir auch wieder hier raus, weil du nämlich nichts hast, was mir jetzt so gerade zusagt. So auf die Schnalle zumindest mal nicht. Wer bist du denn? Ach, du bist der Soldat. Sobald ich durch den Handel mit Khajiit-Karawanen genug Geld verdient habe, kaufe ich Hulda die beflaggte Meere ab. Alles klar, das hört sich doch super an. Isolda, hier ist ein Mammutzahn für dich. Danke. Da dürfte die alte Katze große Augen machen. Vielleicht kann ich eines Tages selbst Karawanenführer werden. Wie versprochen, werde ich euch etwas über das Falschen beibringen. Wir wollen ja nicht, dass ein windiger Händler euch zu einem schlechten Geschäft verleitet. Da hast du natürlich vollkommen recht. Ja, Redekunst verbessert auf 28. So, ihr habt von Handelskarawanen gesprochen. Ne, braucht man eigentlich gar nicht. Kennen wir ja schon. Lebt wohl. So, das haben wir abgeschlossen. Eine Aufgabe haben wir abgeschlossen. Dass sie die Dämmerwacht zurück. Ach so, okay, alles klar, sorry Kumpel, aber dafür habe ich jetzt keine Zeit. Wir gehen mal nach Priesenheim. Werden die restlichen Sachen natürlich los. Und ja, ich habe es erfahren, wir könnten natürlich Lydia noch einkleiden. Papa, ihr seid wieder da. Na klar. Könnte ich ein paar Goldmünzen zum Ausgeben haben? Bitte. Na klar, warum denn nicht? Wie viel geben wir ihr denn? Wisst ihr was? Sicher, so viel ihr wollt, 1000 Goldstücke? Wirklich? Oh, Wahnsinn! Damit kann ich ja den ganzen Markt leer kaufen. Toll. Vielen Dank. So, ich hoffe, ja, Geschenk aus Nächstenliebe hinzugefügt. Alles klar schon. Ich hoffe, das ist ganz schön gemein. Sie ich hoffe, ja, sorry, Lucy, ich habe ein bisschen was zu tun noch. Ich will nicht mehr mit ihr spielen. Ich hoffe, das gefällt ihr, ne? Und vielleicht bringt es uns ja selber auch noch irgendwas. Ja, so, nichtsdestotrotz. Ich muss mal gerade schauen. Ihr habt doch gesagt, da gibt es ein Bücherregal hier irgendwo. Ne? Nichtsdestotrotz. Taschuche. Wir werden erstmal hier alles loswerden. Ja, und zwar hier. So. Ja, und zwar, was können wir denn loswerden noch? Haben wir hier irgendwas drin? Nein, hier haben wir natürlich nichts drin, was wir loswerden wollen. Bekleidung. Das geht raus. Da haben wir auch noch zwei. Da geht eins raus. So. Zaubertränke. Eisgeist-Essenz. 20%ige Frostresistenz für 60 Sekunden. Ja, ist natürlich alles Gewicht, ne Leute. Das kostet alles Gewicht. Wundertrunk des Volltreffers. Das legen wir mal raus. Das könnte ich später eventuell gebrauchen. Zaubertrank der Ausdauer. Den lassen wir da. Schwaches Gift des langen Leidens. Ja, verursacht 10 Sekunden lang einen Giftschaden pro Sekunde. Das legen wir mal raus. Frostbissgift.
Komm, das legen wir mal raus. Das legen wir auch mal raus. Ja. Gesundheit lassen wir drin. Heilung lassen wir drin. Krankheitsheilung heilt alle Krankheiten. Ne, komm. Legen wir erstmal raus. Der Magiker. Wir haben noch die geringe Magiker. Da haben wir 17 noch von. Deswegen legen wir mal den normalen mal raus. Und von der Gesundheit fällt mir gerade ein. Genau, der geringe Ausdauer, der geringe Magiker. Der Gesundheit haben wir gar nichts, ne? Nein, das kann raus. Heilung ist wichtig, ne? Die kleine Heilung, da haben wir 18. Da kann das auch noch raus für erste Mal. Regeneration, da haben wir 2 von. Zaubertrank der Stärke geht erstmal raus. Raus. Des Ritters geht raus und des Verteidigers geht raus. Ja, brauchen wir im Moment nicht, denke ich mal. Deswegen ist das schon ganz gut so, wenn wir das nicht unbedingt alles mit uns tragen. Für was? So, hier müssen wir aufpassen, was wir tragen. Da haben wir nämlich auch einiges drinne. So, das lassen wir erstmal drin. Die Zutaten können wir allerdings, ne, vielleicht tun wir doch auch mal ein bisschen was herstellen. Jetzt demnächst dann mal. Und mit demnächst meine ich wirklich demnächst, denn ganz ehrlich, Leute, ich möchte jetzt eigentlich erstmal noch ja, dieses Horn bekommen. Und ich denke mal, wenn wir das geschafft haben, können wir eigentlich wirklich tatsächlich mal uns dran begeben, mal ein wenig das Ganze hier zu erforschen. So, Schlüssel, den nehmen wir natürlich alle mit. Amethyst geht raus, Bärenpelz geht raus. Sammle 10 Bärenpelze für Dämper Langarm. Einen? Verstehe ich gerade nicht. Muss man gleich mal in die Kommode reinschauen. So, Korundumbarren geht raus, Dietrich behalt mal Facke. Ja, eine reicht erstmal. Gewöhnlicher Seelenstein geht raus. Goldblätter, das. So, Granatstein, Höhlenbärenpelz. Ah, alles klar. Okay, wir gucken mal, ob wir genug Bärenpelze im Endeffekt haben. Denn offenbar reicht es ja, irgendwelche Bärenpelze zu haben. Meritius Stern. Achso, ist ein Questobjekt, alles klar. Matte im Glas, die geht raus. Rubin geht raus. Zack, zack. Tintenfass. Ja, das kann man nicht raus, das ist mir klar. Wolfsbelt. Ziegenfell und ein Ziegenhorn. Mehr haben wir nicht. So, mal hier raus. Halt, Moment. Komm mal kurz rein, Leute. Jetzt vergesse ich natürlich die Hälfte. Ja, ich überziehe hier gerade ein bisschen. Es geht jetzt im Endeffekt eigentlich nur darum, ne? Was haben wir hier? Vielleicht noch ein bisschen kleine Planung fürs nächste Mal. Nur, dass ihr da schon mal Bescheid wisst. So, Kommode. Schon mal eben geschaut. So, Blasenbild. Bärenpelz. Haben wir einen. Sollten wirklich mal auf Bärenjagd gehen für die eine Quest. Auch das müssen wir alles demnächst mal alles uns antun. Hexenrabenfeder. Ja, ja, hier, Höhlenbärenpelz. Das sind 2, alles klar. Und das war's auch schon, ne? Mehr hat man gar nicht. Finde ich ein bisschen schade. Also jeder Bär zählt offenbar, den wir platt machen. Das ist schon mal gut zu wissen. Allerdings können wir dann auch in der entsprechenden Gegend dann letzten Endes auf Bärenjagd gehen. So, wir legen mal die Bücher alle hier ab. Zack, Mischtaktik natürlich auch. Moment, das legen wir nicht ab. Das schauen wir uns eben nochmal ganz, ganz fix an. Bücher. Und neuer Zauber gelernt. Leichter Schutz. Alles klar, sehr, sehr gut. Dann haben wir nämlich dieses Buch auch gar nicht mehr hier drin. Ihr seht es, deswegen war es gut, dass wir es gekauft haben. So, aber Leute. Ja, Moment, ich schaue mich gerade nochmal nach diesem ominösen Regal um. Wo ist es denn? So. Einmal. Wo ist es denn? Oder haben wir das noch gar nicht? Okay, hier ist es schon mal nicht. Habe ich mich da so dermaßen getäuscht? Doch, aktivieren. Bücherregal. Ah. Alles klar. Alles klärchen, Leute. Ich habe ein Bücherregal. Ich habe ein Bücherregal. Ja. Deswegen, zack. Das machen wir jetzt auch noch. So, wir nehmen natürlich. Haben wir irgendwas anderes drin, außer die Bücher? Das Geheimnis von Prinzessin Talara Pantra. Warum ist das rot? Ach, weil es geklaut ist wahrscheinlich, ne? Ja, genau wie das. So, wir nehmen einfach alles. Und dann stellen wir das. Zack.
So, Bücher. Die stellen wir natürlich alle rein. So, das sollte ja relativ schnell gehen, oder? Du kannst nicht so viele Bücher in dieses Regal stellen. Oh, brauche ich noch ein anderes Bücherregal, Leute? Ah, okay, da. Hä? Was war das denn jetzt? So, Bücher. Nochmal. Leute, kann ich denn irgendwie noch ein zweites Bücherregal mir irgendwo hinstellen? Naja, den Rest, den packen wir erst einmal da unten rein. Also da muss ich mich nochmal schlau machen, Leute. Wäre schön, wenn ihr mir das, ja, also ich weiß, derjenige, der das mich darauf hingewiesen hat, ne, wäre gut, wenn du mich dann vielleicht schon nochmal, mir das vielleicht mal, wenn du es Bescheid weißt, ne, ob man da noch irgendwo ein zweites Bücherregal, ein drittes Bücherregal und so weiter herbekommt. Einfach so, ohne irgendwelche Mods natürlich. Es wäre ganz praktisch. Wir legen jetzt mal die Bücher wieder alle ab. So, Zack dauert nicht allzu lange, sollte nicht allzu lange dauern, auch wenn es einige Bücher hier sind. So, zack, zack, zack. Zack. Okay, alles klar. Gut, Leute, das soll es für diesen Part gewesen sein. Ich hoffe, euch hat es soweit gefallen. Wir tun mal uns für den Abschluss hier hinstellen, bevor uns Lydia das nächste Mal wieder irgendwo im Weg rumsteht. Das ist mein Bücherregal, Leute. Ja, ein bisschen was ist drin. Offenbar geht leider nicht mehr rein. Schade, schade, schade. Nichtsdestotrotz hoffe ich, euch hat es bis hierhin gefallen. Wenn dem so ist, ihr wisst Bescheid, Leute. Ein Däumchen nach oben. Abonniert ruhig meinen Kanal. Und wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, dann das nächste Mal in Richtung, oder wahrscheinlich in Richtung Jorgen Windufers Horn. Ja, dann schaltet wieder ein, wenn es weitergeht mit Let's Play The Elder Scrolls 5 Skyrim. Bis dahin, Leute. Ciao.